Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier aus Runkel. Wir sehen hier im Hintergrund den Wasserfall und die Runkeler Burg. So, jetzt haben wir ja hier auch, wie gesagt, am Wochenende die Veranstaltung der Runkelaner. Ich kann euch nochmal den Tipp geben, googelt es nochmal nach. Hier haben wir das Badegebäude, das ist eine Badeinsel. Auf dieser Insel finden auch von den Runkelaner zwei Veranstaltungen statt, nämlich der Runkelaner Verein, wo man auch mal ein bisschen schiffen kann. Also schiffen jetzt nicht in dem Sinne, wie man es verstehen könnte, aber zum Thema Schiffen, ich muss mal mein Kabel, das hängt hier ein bisschen schepp. Zum Thema Schiffen haben wir hier ein WC, ja, steht ja drauf, WC, kräftig ziehen. So, jetzt ziehen wir mal an der Tür, erst geht die auch auf. So, jetzt gibt es hier eine ganz special Effektion. So, wenn die Tür zugeht, dann ist hier so ein Stein. Ich mache nochmal die Tür auf. Seht ihr den Stein? Da. So, damit die Tür zugeht, fährt der Stein runter. Mache ich die Tür auf, geht der Stein nach oben. Eine tolle Technik. Ein schwerer Stein, der die Tür quasi schließt. Wenn ich raus will, geht der Stein natürlich nach oben und damit die Tür schließt, geht der Stein nach unten. Rabatz, bam, da hat es bam gemacht. So. So, im Hintergrund seht ihr, geht der Stein nochmal hoch. Eine Technik ist das. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Also, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt von einem Klostein. WC-Stein. Völlig neuer Begriff. Wo ist er denn? Da irgendwo da drinnen. Da hängt er irgendwo in der Ecke. So, ja, da oben. So, ich muss mal mit dem Fuß aufhalten. Da hängt der Stein. So, er geht hoch und runter. Also, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch was vom WC-Stein hier in Runkel. Macht's gut. Ciao, euer Sven.